in einem Tag im Mai wächst es so viel wie in einer Woche im August. Hallo, ich bin Martina Köster-Flasser, Landratskandidatin der Grünen für den Kreis Mettmann. Und ich interessiere mich dafür, was eigentlich mit unseren regionalen Bauern, den Biobauern passiert, wenn die Erde weiter so austrocknet, wie es im Moment der Fall ist, was wir schon von den Wäldern her kennen. Deshalb bin ich heute mit einer Biolandwirtin Solingen-Belfrath verabredet, nämlich der Frau Corinna Nau vom Biolandhof Nau. Und jetzt drehe ich auch noch durch. Hallo. Schön, dass wir uns kennenlernen. Ich wollte mich informieren, wie sieht es denn jetzt wirklich aus? Ich sehe ja schon, was hier so los ist. Das erschreckt. Ja, also wir finden es auch erschreckend. Der Boden ist total komplett ausgetrocknet. Ja. Die Kulturpflanzen bekommen viel zu wenig Feuchtigkeit. Wir haben keine Möglichkeit zum Gießen oder zum Beregnen und sogar die Dämme. Die wir sonst immer, wir häufen sonst immer die Kartoffeln gut an, die bleiben nicht Staub direkt. Genau, ja, der ganze Mutterboden, wenn wir schon mal irgendwie eine Unkrautbekämpfungsmaßnahme machen, wir machen die ja mechanisch, der ganze Boden wird wegbewegt. Also man ist komplett eingestaubt, das Ganze, was wir haben wollen, geht flöten. Das ist ja schrecklich. Und dann sehe ich gerade schon, hier sitzt ja ein Kartoffelkäfer. Ja, genau. Die sind auch da. Die sind relativ zeitig auch dieses Jahr aufgetreten. Wir haben auch schon schöne Kartoffelkäferlarven. Die normalerweise sagt man, wenn die so im Juni auftreten, wenn die Kartoffel blüht, ist es nicht mehr so schlimm. Diesmal, man kann das auch gut sehen, die machen ja richtig Harakiri mit den Pflanzen. Die lassen nur noch die Pinne stehen. Die Pflanze kann nicht mehr assimilieren. Das ist ja furchtbar. Die Pflanze ist an sich schon gestresst. Wir haben kaum Knollenertrag, keinen Ansatz. Und dann kommt das noch oben drauf. Hier stehen wir an unserem Winterroggen. Der ist halt auch sehr überschaubar. Wir haben ganz kurze Halme, mickrige Ähren. Ja. Genau, also der Ertrag, der ist, glaube ich, sehr schlecht dieses Jahr. Ja, das ist überhaupt so ein Thema. Ich denke, das ist ja auch wichtig dann für die Weiterverarbeitung, also für Betriebe, die tatsächlich dann später Mehl und Brot daraus machen. Und da, denke ich, ist es dann auch sehr wichtig, dass so jemand wie Roland Schüren da mal seine Meinung dazu abgibt. Schön, dass du da bist, Roland. Ich habe ja gerade das Gespräch mit der Frau Nau schon geführt und da du ja hier immer einkaufst, hast du sicherlich deine eigene Meinung dazu, was hier jetzt gerade passiert. Genau, wir stehen ja hier in unserem Roggen, der normalerweise im August gedroschen wird und dann ab September bei uns in der Backstube landet und wir unser Vollkornbrot daraus machen. Die Körner wachsen zwar noch, es ist noch früh jetzt im Juni, aber man sieht schon, sie sind deutlich kleiner als sonst. Es liegt ja an der fehlenden Feuchtigkeit irgendwo. Was aber das Wichtige ist, das beobachten wir seit 3 Jahren, 18, 19 und jetzt 20, für das dritte Jahr in Folge, was sehr, sehr trocken ist. Und die Mehlqualität und Getreidequalität, die ist schon echt auf dem abnehmenden Ast. Wir mussten ganz viel ausprobieren, bis wir bei den Rezepten, die so verändert haben und so die Parameter geändert haben, wie höhere Temperatur, niedriger Temperatur, mehr Wasser, weniger Wasser, Sauerteigmenge variieren, damit wir noch ein gutes Produkt daraus machen können. Und das ist unser Problem, war es bisher. Ich hoffe, dass das Problem nicht größer wird und wir irgendwann die Verfügbarkeit weniger wird oder wir noch mehr importieren müssen. Ja, das wäre ja auch noch die Frage, musst du zukaufen, hast du andere Probleme noch, die dann daraus erwachsen? Ja, bei Weizen und Dinkel ist es so, da waren die letzten, unser anderer Biolandlandwirt, der das für uns anbaut, hatte in den letzten Jahren immer genug und wir konnten komplett von ihm beliefert werden. Das war jetzt seit 2018, seit der ersten Dürre nicht mehr so. Da mussten wir also auch woanders auf dem Biomarkt zukaufen. Und am besten geht es einem natürlich immer, wenn man wirklich und das vor allen Getreide auch vor Ort. Ja, ne, genau. Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass man auch Regionalbetriebe mit unterstützen möchte, die dann auch natürlich nicht diese Transportwege haben, also ökologisch und CO2-belastend natürlich auch noch mal ganz anders wirken als Fremdzukäufer von der Weißwurst. Also ich hoffe, dass die geernteten Mengen, die wir verbacken können, da braucht man eine bestimmte Qualität für, dass die eben so hoch sind, dass es nicht auf die Getreide- und Mehlpreise durchschlägt. Das wäre sonst nicht so gut. Ja, das ist allerdings dramatisch insgesamt.
ja, da stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, was passiert mit der Zukunft? Beziehungsweise, wie sieht es eigentlich aus um die Wirtschaftlichkeit eines solchen Anbaus? Also, es ist halt dieses Jahr das besonders schwierig. Man kann das hier sehen, wir haben Kleegras angebaut. Das ist einmal für die Bodenfruchtbarkeit, das andere ist das Futter für unsere Tiere. Haben wir extra gemäht vor dem letzten angesagten Regen. Der Regen ist ausgeblieben, wir haben hochgemäht, dass nicht die Grasnarbe verbrennt. Der Schnitt war katastrophal. Das Futter fehlt an allen Enden. Die Hälfte, ja genau, hier sind eine Markierung von uns. Die Weide sieht ja auch nicht mehr als so üppig aus, was dramatisch ist. Wir hatten letztes Jahr auch schon im Sommer mit unserem Winterfutter haben wir die Tiere auf den Wiesen gefüttert. Werden wir unsere Tierzahl reduzieren müssen. Ja, wie furchtbar. Ja, und dann ist ja auch noch, ich habe gesehen, Kartoffeln auf der einen Seite, Roggen, Dinkel. Genau. Alles leidet ja im Moment. Also wie war das früher? Also früher war das so, da unser Betrieb sehr vielfältig aufgestellt ist. Klar, im Biobereich ist es so, dann das eine Jahr werden die Kartoffeln nichts, im nächsten Jahr ist der Dinkel relativ schwach. Da hat die eine Kultur die andere getragen. Eine war immer besonders gut. Dieses Jahr ist so, dass alles sehr schlecht ist. Die Prognosen stehen sehr schlecht, die Ernteprognosen. Der Ertrag von unserem Futter ist sehr schlecht. Langfristig haben wir uns überlegt, andere Kulturen anzubauen. Wir müssen einfach, also wir hoffen auf Regen, dass jetzt noch der Regen fällt. Aber wer weiß das schon. Wie gesagt, der Klimawandel ist ja letzten Endes eigentlich das Problem der ganzen Sache. Und Klimawandel passiert eben nicht irgendwo, sondern tatsächlich hier bei uns vor Ort. Wir haben hier den Klimawandel und es ist unsere Aufgabe, unsere aller Aufgabe, uns dem zu widmen und den Klimawandel anzugehen, überall weltweit, weil wir eben auch hier die Auswirkungen von diesen Dingen spüren. Und danke für dieses sehr klare Feld.